der Meinung, dass es wichtig ist, dass es die Grünen gibt? Ja, auf jeden Fall, weil es gibt verschiedene Meinungen und ich denke, für jede Meinung sollte auch eine Partei da sein, die sie vertritt. Dankeschön. Danke. Sehr wichtig. Und zwar würde ich gerne von Ihnen wissen, ob Sie es für wichtig halten, dass es die Grünen gibt, wozu wir sozusagen die Grünen brauchen. Also wichtig finde ich schon, dass es die Grünen gibt und es ist immer wichtig, dass jemand mal da oben was aufrührt. Warum braucht es Ihrer Meinung nach die Grünen? Ich soll sagen, ich dachte, Sie sagen es. Nee. Ist sozusagen so eine kleine Meinung, warum okay. Sie ja meinen. Und wenn Sie sagen, Sie braucht es nicht, dann wäre es schön, können Sie auch machen, aber dann sagen, müssten Sie halt. Ich bin im Moment tatsächlich etwas unentschieden. Im Moment glaube ich, dass es die Linken braucht. Ich habe immer die Grünen gewählt, weil es wichtig war, dass die Grünen drin sind, um so ein Gegengewicht zu haben. Und jetzt glaube ich, sind es die Linken. Jetzt will ich die Linken drin haben, damit es so ein Gegengewicht gibt. Sagen Sie doch mal ruhig, was Ihnen an den Grünen fehlt oder was Sie denken, was die Linken jetzt besser machen vielleicht als wir. Die Linken sind etwas weniger etabliert als ihr, das ist es. Mir geht es ja gar nicht um Programm. Vom Programm ist es genau meine Richtung. Sie sehen ja, wie alt ich bin, es passt. Mir geht es wirklich darum, dass ich der Meinung bin, es muss jemand mit rein, der nicht so etabliert ist. Und die bekommen meine Stimme, weil bestimmte Sachen gesagt werden müssen, die ihr leider auch nicht mehr so sagt oder sagen könnt. Das ist das. Okay, aber Sie sind nicht komplett unzufrieden mit uns. Nö, da gibt es andere, mit denen ich wirklich unzufrieden bin. Gut, okay, danke. Tschüss. Wozu braucht es Ihrer Meinung nach die Grünen? Ja, ich finde, dass die Grünen Mitpolitik machen sollten, vielleicht nicht die Regierung stellen, weil es gibt mehr als Umweltpolitik, aber die ist wichtig, um einfach unsere Umwelt zu erhalten, dass eben da auch darauf geachtet wird, dass man mehr alternative Energiequellen auch nutzt. Sind Sie der Meinung, dass die Grünen tatsächlich nur noch Umweltpolitik machen? Also ich denke, es hat sich schon ein bisschen verändert. Ja, sicher. Bloß ich verfolge es nicht allzu sehr, weil in den Nachrichten sind meistens schlechte Nachrichten. Die mag ich mir nicht immer anhören. Eigentlich gerne von Ihnen wissen, ob Sie denken, dass die Grünen wichtig sind für die politische Landschaft. Das würde ich so einschätzen, ja. Sagen Sie noch ein bisschen was? Das würde ich so einschätzen. Ja, warum? Ich wähle eigentlich schon eine ganze Weile Grünen. Und gerade so mit Atomkraft, Atomausstieg, Energiewende finde ich, dass die Grünen eine wichtige Partei, eine wichtige Größe sind. Vielen Dank. Ja. Also wir würden gerne von Ihnen wissen, wozu braucht es die Grünen? Sind Sie der Meinung, dass wir wichtig sind? Die Grünen? Mhm. Wie jede politische Partei. Genau, die politische Partei. Ja, also wie jede politische Partei. Also ob Sie denken, dass es wichtig ist, dass es die Grünen gibt, um politisch Dinge positiv zu verändern? Ja, was soll ich sagen? Also für mich, alle politischen Parteien sind gleich. Sie lügen an. Mhm. Das alles. Okay. Sie machen alles, um die Leute zu locken und das war's. Und wenn ich als Beispiel oder die anderen mit den Grünen sind, dann... Warum glauben Sie, dass die Parteien immer lügen oder die Politik? Politik ist Lügen. Das ist meine Schade, Meinung. Schade, wenn das Ihre Meinung ist, aber dann ist es so. Es ist Demokratie vielleicht, halt, ja, oder? Ja, vielleicht können wir es ja noch vom Gegenteil überzeugen. Ja? Wir wissen, wozu braucht es denn unsere Partei? Braucht es uns sozusagen? Ja, mit Sicherheit braucht es die Grünen, weil die Grünen letzten Endes, klar, natürlich, man muss jetzt zunächst mal in den Rückblick machen und wenn man da sieht, was die Grünen bisher alles schon in Bewegung gesetzt haben, ja, im Speziellen, was halt Umweltpolitik und Energiepolitik angeht, dann ist das grandios, ja, und das sollte in der Form auch weiter betrieben werden und es sollte auch mit der Konsequenz weiter betrieben werden. Und ich denke, es natürlich auch im Hinblick auf die homosexuellen Politik, wo ich den Eindruck habe, das muss ich aber auch sehr, sehr deutlich an Christine Stahl festmachen, mit der mich da ein bisschen was verbindet und ich mehr von ihr mitbekomme als jetzt so im Allgemeinen. Da bin ich dann doch eher uninformiert, was die Grünen so leisten. Aber ich den Eindruck habe, dass da wirklich eine wichtige und interessante fundierte Integrationspolitik oder was Integration ist Quatsch, ne? Integration ist ein total beschissener Begriff dafür. Also wir sind ja schon mitten dazwischen und wir sind mittendrin und uns gibt's ja einfach, ja? Und wir sind bunt. Genau, ja, und dementsprechend, also denke ich schon, dass die Grünen einfach da weitermachen sollten.
Und ich habe mir auch schon die Frage gestellt, so was so sind so die nächsten Kernthemen in irgendeiner Form, die die Grünen jetzt bearbeiten könnten. Aber ich sage erstmal, die Themen auch weiter bis in der Konsequenz durchführen. Ja? Dass sich andere jetzt diese Themen an die Brust heften. Ja? Und jetzt, es heißt so nach dem Motto, toll, ne? Wir haben jetzt den Atomausstieg und so weiter. Ich meine, wie ist denn das entstanden? Das ist ja ein Witz. Das ist ja der Witz schlechthin. Und ich glaube, so dumm ist kaum ein Bürger, dass er sich das halt so erzählen lässt. Ne? Die sich über Jahrzehnte schon für verschiedene Belange in der Ökologie und auch in Menschenrechten einsetzt. Und heute zum CSD sehe ich halt auch eine gewisse Verpflichtung, da nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten voranzukommen. Haben sich ja etliche Parteien dazu heute geäußert und man hofft, inwieweit sich es umsetzt. Das mag natürlich jeden seine private Sache sein, ob er sich persönlich mit diesem Thema zu stark auseinandersetzen würde. Ein Sprecher hat vorhin gesagt, dass es nicht nur Toleranz, sondern Akzeptanz eben ist. Akzeptanz tolerieren, naja, mach halt mal so, aber wir wollen es eigentlich gar nicht akzeptieren, ist besser. Mittlerweile muss man aber sagen, dass die anderen Parteien sich eigentlich viele Punkte rausklauen. Also eigentlich viele Parteien haben weniger ihr scharfes Profil von früher, sondern klauen sich eigentlich die Punkte, die gerade populär sind von anderen Parteien und werben damit. Und gut, da muss man halt gucken, dass man sein eigenes Profil wieder stärkt und dann da sagt, wofür man eigentlich steht. Und das ist zumindest meine Meinung dazu. Schlechte Frage, und zwar einfach, wozu braucht es die Grünen? Das ist eine ganz schlechte Frage. Ich bin nämlich die Vorsitzende der Nürnberger FDP und ich finde natürlich, die Grünen braucht es für das Umweltgewissen, aber das können sie auch auf 7% leisten. Okay. Nix für ungut. Wir würden gerne von Ihnen wissen, wozu es die Grüne Partei braucht. Okay, ja, vielleicht einfach zum Naturschutz. Wir wollen ja alle eine Umwelt haben, die uns lange erhalten bleibt. Und ja. Und wir wollen neue Gesetze, damit keine Tiere gequält werden. Keine Ahnung. Ja. Danke. Sie auch nochmal? Ja. Okay. Warum denken Sie, braucht es die Grünen? Weil die Welt, auf der wir leben, ist das Wichtigste, was wir haben. Und da können die ganzen Gesetze, was auch immer, was gemacht wird, das bringt alles nichts, wenn wir in 100 oder 200 Jahren die Erde nicht mehr haben, so wie sie jetzt ist. Und deshalb ist es wichtig. Ja. Dankeschön. Warum denken Sie, dass die Grünen wichtig sind? Ja, für die Umweltpolitik, Abschaffung der Atomkraftwerke und natürlich auch also für uns als Frauenpaar die Durchsetzung der gleichgeschlechtlichen Rechte oder gerade was ja auch die Familienrechte, Adoptionsrecht und Ähnliches bezüglich Stiefkindadoption angeht, finde ich es wichtig, dass die Grünen da dranbleiben und auch dran sind. Sie denken, dass die Grüne Partei wichtig ist in unserer politischen Landschaft? Ja, natürlich. Erstens glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir ein großes Parteienspektrum haben. Und zweitens, falle ich so in die grüne Zielgruppe so ein bisschen rein. Altersmäßig Akademikerin und so weiter. Also von daher braucht es eine Partei, die erstens für Umweltschutz ist. Und es nicht nur, wenn gerade ein Atomkraftwerk abgefackelt ist. Und zweitens braucht es jemanden, der progressive Ideen vertritt. Und das kann, in manchen Bereichen ist es ja nun die FDP. Aber da wollen wir die anderen Seiten nicht so gerne sehen. Also brauchen wir die Grünen, keine Frage. Okay, vielen Dank. So, das war's.